Startgebot ist 20 Minuten. Höre ich 19? 18. 18 Minuten sind jetzt geboten. 17. Das Angebot steht jetzt bei 17 Minuten. 14. 14. Wir stehen bei 14 Minuten. 10. 10. 10. 59. 59. Jemand drunter? 9 und 10. 9, 10. 9. 9. 9. 8, 33. Ich höre 8, 33. 8, 33. 8, 33. Der Klempnerjob geht an den Arbeiter im grünen Hemd. Ich brauche den Job. Das ist ein Finkmann, ein effizienter Mann. Keine weiteren Jobs für heute. Geht heim. Geht heim. Nein, ich brauche den Job. Meine Familie muss essen. Wir brauchen Arbeit. Arbeit, Arbeit, los, Arbeit. Verschwindet. Geht nach Hause. Ja, und damit ein herzliches Willkommen zurück zu Bioshock Infinite. Jetzt wissen wir auch, was also in der letzten Folge geschehen ist. Man prügelt sich hier regelrecht um jedes Stückchen Arbeit, was hier in Finkerton irgendwie zu vergeben ist. Und man bietet hier tatsächlich, also man verschachelt die Arbeit wie bei einer Auktion. Ja, aber da bin ich noch nicht. Und das habe ich gestern schon gehört, das will ich nicht nochmal hören. Oh Mann, also, ich versuche gerade ein bisschen dagegen anzureden, aber tatsächlich ist das relativ schwierig, weil der nette junge Herr dort genau dasselbe redet, was wir schon einmal gehört haben. So, alles klar, also wir hatten ja, ich habe ja jetzt hier das nochmal neu geladen, nur damit ihr dann nochmal seht, wie dann dort jemand zusammengeschlagen wird. Springen übrigens brauchen sie nicht, ne? Davon kriegen sie auch keine Arbeit. Aber es ist auf jeden Fall schon interessant mit anzusehen, dass man hier wirklich wie auf einer Auktion für die billigste Zeit, wie man am schnellsten schafft, Jobs vergibt und hier jeder wirklich ums Überleben kämpft. Das ist schon sehr interessant gemacht. Also kaum vorstellbar tatsächlich. Aber nun gut, hier zählt wirklich jede Minute und jeder möchte Arbeit haben. Und deswegen regen sich auch... So, was haben wir denn hier? Wir wollen jetzt nicht rein. Shantytown. Okay, ja, das sieht ein bisschen versperrt aus. Da haben wir wohl wirklich keine Möglichkeit. Was, was, was? Was denn? Ey, 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 was ist denn los? Was ist denn los? Was habe ich gemacht? Was habe ich denn gemacht? Was habe ich gemacht? Was habe ich gemacht? Ich war doch ganz freundlich. Sowieso zu nichts mehr zu nütze. Hä? Was habe ich getan? Was habe ich getan? Ich weiß es nicht. Was habe ich getan? Ich habe noch nichts gefunden. und ich habe gerade nicht verstanden, warum auf einmal alle auf mich losgegangen sind. Weil ich eine Waffe gezückt hatte? Oder was war das Problem jetzt? Weil ich dort... Gott sei Dank... Munition! Ey, ich muss sagen, die Pistole, die ich hier gerade habe, die ähnelt sehr stark einer Magnum. Die ist unglaublich stark. Das ist wirklich wahnsinnig. Also irgendwie habe ich hier, ja, bin ich mit dem falschen Fuß aufgetreten. Ich war zu weiß, keine Ahnung. Ich bin nicht taub. Ich höre, was die Leute sagen. Mr. Fink, warum müssen wir 16 Stunden am Tag arbeiten? Also, ganz klar. Nichts wäre mir lieber, als eure Arbeitszeit zu verkürzen. Aber Fakt ist, es geht nicht. Warum nicht? Zur Erklärung reicht mir ein Wort. Moral. Seht ihr, Freunde, die faule Hand ist ein Werkzeug des Teufels. Und nimmt man einem Menschen den Fleiß, was kommt dann? Whisky, Frauen und Glücksspiel. Und das werde ich in unserer freundlichen kleinen Stadt nicht zulassen. Niemals. Alles klar. In Finkerton darf man auf jeden Fall nicht Zeit verschwenden, denn das ist auch unter anderem der Tod von Columbia. Deswegen, also, wir werden mal hier darauf achten, dass wir eventuell einfach, ja, produktiv sind, so wie die Arbeiter hier. So, brauche ich irgendetwas? Nee, eigentlich nicht, ne? Ich habe ja eigentlich alles, was ich brauche. Und notfalls wirft mir, wie gesagt, Elizabeth immer wieder etwas zu. Von daher werde ich hier wohl keine Probleme bekommen. Ich frage mich jetzt allerdings immer noch,
was ich verbrochen habe. Wieso man mich da einfach, ja, angegriffen hat. Aber wird wohl einen Grund haben. Und Daisy Fitzroy will uns wieder etwas erklären. Früher hatte mich keiner beachtet. Dann dachten sie, ich hätte Lady Comstock getötet. Und alle waren hinter mir her. Ich bin nach Finden und habe mich versteckt. Bin untergetaucht. Je mehr sie gesucht haben, desto weiter bin ich abgetaucht. Das ist das Einzige, worauf sich ein farbiges Kind verlassen kann. Dass es unsichtbar ist. Ja, in diesem Sinne, dass sie sowieso nicht beachtet wird von allen Umstehenden, weil sie halten sie ja sowieso für etwas Minderbemitteltes. Beziehungsweise, ja, interessieren sich einfach nicht für sie. Alles klärchen. Also, ich glaube, ich sag immer Finkerton, ne? Das ist irgendwie voll falsch. Das heißt Finkton. Oh. Ganz ruhig, alles geregelt, alles Roger, alles klar. Das war nur dieses eine Ding, was jetzt nochmal ausgerastet ist. Und nicht schon wieder. Jeremiah Fink hat eine Philosophie. Ein Unternehmen ist wie die Arche Noah. Es gibt dort Löwen, die die Ordnung unter den geringeren Tieren aufrechterhalten sollen. Dann gibt es die Kühe, die Nutztiere. Sie liefern Fleisch, Milch und sie arbeiten. Und dann gibt es noch die Hyänen, die Unruhestifter, die immer nur die Pferde scheu machen. Hallo, ich sehe mich irgendwie unter den Unruhestiftern mit ein. Aber ganz interessant, Booker DeWitt Audition Today. Also scheinbar werden wir hier überall wirklich erwartet. Da würde ich jetzt mal gerne rein in diesen Club. Der Good Time Club. Ich glaube einfach nicht, dass Fitzroy sich an unsere Abmachung hält. Das weiß ich, das hast du mir schon häufiger gesagt. So, dann wollen wir mal gucken. Was gibt es denn hier, außer eine gute, tolle Zeit? Komm wieder, wenn Showtime ist! Wann ist Showtime? Komm wieder, wenn Showtime ist! Wir sollten wohl später wiederkommen. Wahrscheinlich. Allerdings möchte ich mich hier doch gerne noch umschauen. Man weiß ja nie, ne? Einfach mal hier so einen Geigenkasten mit einer Waffe drin. Das ist... Ja, machen wir ja dann. Aber erstmal möchte ich hier mich ein bisschen umgucken, wenn es ginge. Also scheinbar findet hier tatsächlich nachher irgendein interessantes Event statt. Warte mal. Kann ich die Pistole, die ich da gerade habe, gibt es da irgendwie eine Aufwertung für? Das ist jedenfalls, also das ist die Pistole. Ich habe aber nicht die Pistole, ich habe einen Revolver oder sowas in dieser Richtung. Ich versuche gerade hier anhand der Bilder das irgendwie so ein bisschen festzumachen. Aber scheinbar, also ich kaufe mir mal erstmal immer noch nichts. Ich weiß, es ist immer so schwierig mit mir, aber ich bin mir immer noch nicht sicher, was nehme ich als Waffe und was nicht. Ich bin da immer so ein bisschen, ja, mal hier, mal da. Deswegen ist immer unterschiedlich. Verbrechen kommt nach Shantytown. Alles klärchen. Okay, das böse, böse Verbrechen. Betteln, weil man nichts zu essen hat. Tja, ja. Aber naja, der gute Mr. Fink, Jeremiah, ist ja auch so ein sehr merkwürdiger Zeitgenosse. Also allein, dass er uns schon erwartet, das finde ich schon so ein bisschen, ja, wie soll man das nennen? Das finde ich schon ein bisschen beunruhigend, wenn ich ehrlich sein darf. Denn... ich glaube, dass der Herr etwas ganz Bestimmtes von uns will. Kann ich mich da ranhucken? Ja. So. Ruhe, alles in Ordnung hier. ich interessiere mich gerade überhaupt gar nicht für sie. Spring hier einfach durch die Gegend und sie... Hey, nur die Ruhe, alles voll chillig und super und duper. So, ich muss jetzt erstmal mich hier ein bisschen umgucken. Ich würde gern einfach mal auch auf die Häuser hier überall raufgehen und schauen, ob es hier vielleicht noch was gibt, was wichtig ist, was ich... Ich dachte, du wolltest unten bleiben und alles sichern. Scheinbar nicht. So, da drüben scheint nichts mehr zu sein. Ich würde gern runter. Ah. Elizabeth? Ah!
Sie kommt aus dem Rister. Das Lied habe ich noch nie gehört. Ich glaube, niemand hat das je gehört. Doch, 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 ich! Ich! Oh mein Gott, das ist voll das mega moderne Musik. Geht klar. Das ist voll mega krass modern, das Lied. Von wem ist denn das? Oh Gott, ich habe es bisher so oft gehört, vor allem bei Supernatural. Aber nee, von AC/DC ist es nicht, oder? Von wem ist es? Oh, ich kenn's und ich höre es eigentlich so oft. Aber ich weiß nicht, von wem es ist. Das ist irgendwie schwach. Aber auf jeden Fall sehr, sehr modernes Lied. Interessant, also die Risse, die führen in Parallelwelten auch weit der Zeit voraus hier. Das finde ich auch eine interessante Erkenntnis. Muss man auch erstmal so machen. Und das heißt, dass sie vielleicht ja die ganze Technik hier, obwohl aus Parallelwelten haben, könnte eigentlich möglich sein, ne? Dass sie Elizabeth genutzt haben, aber ich weiß nicht. Dass sie die Risse genutzt haben, aber wenn sie die ganze Zeit im Turm eingesperrt war, wer soll das Ding gesagt haben? Na gut, Father Comstock, aber er ist da auch theoretisch der Einzige. Jo, dankeschön. Ach, warte mal. So, ich muss mich erstmal hier ein bisschen umgucken. Ach, guck mal, der hat theoretisch ein Medikit, aber das brauche ich jetzt von dem absolut nicht. Ja, vielleicht haben sie ja hier Columbia auch weiß ich nicht, dieses ganze Aufgebaute hier mit diesen neuesten Techniken und Werkzeugen und so, vielleicht haben die das ja echt aus einer anderen Zeit geklaut. Kann ich mir auf jeden Fall sehr gut vorstellen. Kriegst du's auf? Ein Schloss wie dieses habe ich noch nie gesehen. Antidrucksperre, Federbolzen, Verschlussvorrichtung. Man braucht einen Rambock, um das zu öffnen. Okay, also kein Weiterkommen für uns beide. Dann muss ich mich wohl noch ein bisschen umschauen. Ich möchte natürlich mich erst einmal hier komplett einmal so mit den Gebräuchen, also mit der Umgebung vertraut machen, sagen wir mal. Denn ich möchte halt einfach wissen, worauf ich mich vielleicht früher oder später einlasse. Ich komme zurecht. Ja, was anderes habe ich auch nicht erwartet. Ja, da oben ist wohl nichts mehr. Ach, warte mal, da ist aber, glaube ich, noch ein Voxophon, oder? Ausrüstung. Sehr schön. Newtons Gesetz. Beim Landen von einer Skyline werden Feinde in der Nähe zurückgestoßen. Das finde ich interessant und deswegen nehme ich das jetzt einfach mal mit. Guck mal, hier hätten wir sogar, Bohnen, gebackene Bohnen, das typische Essen für die Cowboys. Und ein Präzisionsgewehr, falls wir dann Ärger bekommen hätten. Aber das haben wir ja Gott sei Dank schon hinter uns. Also, ab geht's zu Mr. Fink. Ich muss dringend mit diesem sogenannten falschen Hirten sprechen, der so viel Ärger macht. Wir haben genug Probleme. Auch ohne, dass dieser verdammte Narr die Stadt zusammenschießt und die Schuld der Box in die Schuhe schiebt. Obwohl, wenn er uns entgegenkommt, ja, dann könnte er genau der Mann sein, den wir zur Lösung unserer unmittelbaren Probleme brauchen. Als ob ich das irgendwem in die Schuhe schiebe, was ich hier mache. Ich bin doch mal voll freundlich zu allem und jedem. So, hier ist die normale Pistole. Oh, mir wäre aber Munition für meine, wäre mir eigentlich ganz lieb. Nicht nur, wenn Elizabeth sie mir so zwangsweise mal zuwirft und in ihren Kleidern irgendwo zwischendurch versteckt, was weiß ich. So, ab geht es jetzt zur Waffenschmiede. Es ist nur schwer vorstellbar, dass ein Chinese irgendetwas. Shenlins Werkstatt. Na dann, wo ist denn der gute Mann? Da oben geht es wohl entlang. Dann werde ich hier eben nochmal schauen. Also Daisy Fitzroy, ich denke mal, auch sie würde mich, wenn es nach ihr ginge, auch nur für ihre Zwecke benutzen. Da erwarte ich jetzt nicht so großes Entgegenkommen. Also ich erwarte auch nicht, dass sie uns tatsächlich dann... Ist das heiß? Oh, kann ich hier nicht rein. Ist das heiß? Feuer heiß? Nee. Ich erwarte tatsächlich trotz alledem nicht, genauso wie Booker, dass sie uns freiwillig den Zeppelin gibt, damit wir nach Frankreich oder nach Paris uns absetzen können. Dementsprechend, wir sind lieber da so ein bisschen vorsichtig, würde ich sagen. Und passen genau auf uns. Ich habe darüber gelesen. Das ist Gautama Buddha. Wer? Der Gründer des Buddhismus. Verbrachte 49 Tage unter einem Bodhibaum, bis er erleuchtet wurde. Irgendetwas sagt mir, dass Comstock keine anderen Götter neben sich duldet. Vielleicht ja auch deswegen niemand da. Vielleicht
Buddhismus hier neben Father Comstock. Auf gar keinen Fall. Oh ja. Sieht hier auf jeden Fall ein bisschen wüst drin aus. Ich denke mal, das war mal. Hallo. Mr. Lin? Chen Lin? Ist jemand da? Was ist hier passiert? Jemand hat hier alles auf den Kopf gestellt. Bestimmt die örtliche Polizei. Hören Sie das? Unten ist jemand. Hallo? Verzeihung. Ma'am, entschuldigen Sie die Störung. Wir suchen Mr. Lin. Mr. Chen Lin. Booker. Mr. Lin, nicht hier. Er fort. Fort? Sie geholt. Fliegereinheit. Ich beten Gautama Buddha. Beten bringen Mann zurück. Bringen Mann zu Mei Lin. Und wo ist er jetzt? In Club. Alle bringen in Good Time Club. Wo ist dieser Club? Ma'am, bitte, wo ist dieser Club? Booker, wir finden ihn. Lassen Sie sie. Warum nicht Vox Populi hilft Chen Lin? Warum nicht Daisy Fitzroy hilft Chen Lin? Wer ist die Fliegereinheit? Cops. Die Sorte, die Lin wahrscheinlich gerade in die Mangel nimmt, um zu erfahren, wie eng er mit Daisy Fitzroy ist. Ist das nicht die, für die wir arbeiten? Ja, genau so ist es. Okay, finden wir raus, wo dieser Good Time Club ist. Vielleicht ist es ja wirklich so, dass wir von Daisy in weiser Voraussicht geschickt wurden, um jetzt den Herrn Lin zu befreien. Könnte ja alles möglich sein, theoretisch. Aber, nun ja, wir sollten trotz alledem ein bisschen aufpassen. Denn vielleicht wird das... Wow! Hallo! Wow! Hey! Ich glaube, du spinnst. Moment, ich muss mal gerade hier meine Kräfte einsetzen. Ey. Okay. Wow, schnell mal hoch. Ich hab Munition. Hey! Hier, Booker. Danke. Prima. Oh, wei, da kommt er schon wieder. Ah, ich muss da mal gerade hoch. Dankeschön. Hey, der ist gar nicht so leicht. Oh, wow. Was hat er für... Oh, weia, Leute. Oh. Gott sei Dank hat sich mein Schild wieder refreshed. Komm schon. Wow. Heilige Maria. Ich kann sie nicht leiden, Mr. DeWitt. Aber ich gebe zu, im Kampf stehen sie ihren Mann. Sagte sie und rannte da hinten in der Gegend herum. What the fuck? Also das war wirklich mal ein rasanter Gegner. Das war der erste richtig krasse Gegner bisher im Bioshock. Vergleichbar finde ich mit so einem Big Daddy. Geisterpose oder Posse. Beim Töten mit einer Kräftefalle besteht eine 50%ige Chance, dass die Waffe des Feindes ein paar Sekunden lang ein geisterhafter Verbündeter wird. Leg ich einfach mal an. Alter Verwalter. Tut mir leid, was ich bei den Docs gesagt habe. Von wegen Gauner. Ja? Weiß nicht, wodurch ich dich umgestimmt haben sollte. Sie haben mich beschützt. Job ist Job. Auch ein bisschen hart, ne? Wie er da so redet. Ja, Job ist Job hier, ne? Lass mich doch in Ruhe. Ja, also, Booker lässt halt niemanden an sich ran. Das merkt man ganz deutlich. Also. Das ist keine Knarre. Doch. Das ist sogar eine ganz gute, würde ich meinen. Denn die hat mir gerade eben den Arsch gerettet. Also. Ich hab Geld gefunden. Dankeschön. Gegen den Handyman ist es wahrscheinlich gut, noch größere Geschütze aufzufahren. Der Typ ist nicht gerade, nicht gerade leicht. Ach, guck mal, da scharen sich die Krähen. Haben die jetzt ernsthaft seine Leiche ich will mir das gar nicht vorstellen.
Na gut, meine Lieben, dann würde ich aber auch sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge im Good Time Club. Und da werden wir heute als Booker de Witt eine kleine Audition geben. Mal gucken, vielleicht singen wir sogar was, wenn wir lustig sind. Wir sehen uns also in der neuen Folge morgen direkt wieder. Macht dir bis dahin einen wunderschönen Tag. Ciao.